Moin Leute, dem Video wird zum ersten Mal ernst, denn wir haben Bowser's Castle von der ersten Welt. Ja, 10 Sterne dafür hergeben, ist in Ordnung. So, dafür können wir die erste Feder oben auch befreien, hoffentlich mal befreien. Schauen wir uns doch mal an. Bowser gibt Gas. Und ich weiß noch damals, wie wir das Game gesagt haben, war ja gerade der VW Diesel Abgas dann geil. Und natürlich haben wir uns da lustig gemacht über das fette Auto, was da Bowser gefahren ist. Dazu später mehr. Ihr seht, zum Teil erinnere ich mich immer noch ans Spiel. Damals habe ich ein bisschen gestruggelt gehabt mit den Fußbällen hier. So wie die funktionieren, was die bringen. Aber inzwischen habe ich das einigermaßen gerallt. Poppt es einfach mal. So, hier geht es darum, ein paar Münzen auf Fuck einzusammeln. No! Hab's immer noch einigermaßen schnell geschafft. Die Katzenglocke wird da noch wichtig sein. Deshalb darf ich die nicht verlieren. Ich sollte besser aufpassen, dass ich sie nicht verliere, sagen wir so. So. Hier dürft man einmal ein bisschen. Ja, die tun es einfach fast ganz selbst eliminieren. Sowas ist natürlich auch immer schön und gut. So, wo auch immer das jetzt hierher kam. Dankeschön. Ja, das Spiel wird noch lustig im Laufe der Zeit. Ja, wird noch lustig. So, mehr sage ich mal nicht. Dazu ist es ganz oben. Ich glaube schon. Es ist auch nur eine begrenzte Zeit so weit oben. Das ist die Kritische. Dann geht es wieder runter. Aber nur solange man wieder ankurbelt. Das sollte man ja auf jeden Fall nochmal, denn da oben war noch ein Stern. Den will ich mir natürlich auch noch gönnen. Wie es es gehört. Einmal hier rum und dann einmal hier rauf und dann. Ja, Mann. Haben wir den Stern uns auch gekrallt? Schieß, wir sind einfach auf den Block oben drauf. So gehört es das. So, hier durften wir auch mal ein bisschen was an Fußball spielen. In der Hoffnung, dass die Dinger auch schön ankommen. Perfekt. Dann hier begrüßen sie jetzt auch unser dritter Stern, der uns annässelt. So. Ja, bringt es euch mal so selbst um. Gut, den ziehen wir jetzt auch eher weniger. Ah! Jesus. So. Da muss man aufpassen, dass man nur welche Dinger nimmt, die noch nicht gleich Stacheln haben. Weil die könnten sonst kritisch werden. Digga, mir war alles gerade Leben am Limit. Aber auf ganz kritische, anders kritische Art Leben am Limit. So. Da haben wir ihn nämlich gleich so nächstes auffällig. Ruhig, Zufall ist, glaube ich. Da kommt der Dude einfach angebraucht mit seinem fetten Babawagen. So. War zu erwarten irgendwie irgendwo. Aber er lacht nur einmal. Ja, bei der Splash geht es da prima darum, sag ich glaube ich des Öfteren einfach mal, einfach mal Stories auch so auszupacken für die Zuhörerinnen und Zuschauer so. Interessant zu machen allgemein. Neben den nicht vorhandenen Skills, wie ihr sehen könnt. So. Und eine Sache, die hat damals krass aktuell war, wie wir das Spiel gesagt haben, war also dieser VW, ach scheiße, Dieselskandal. Und man sieht da, das Ding hat ganz schön Abgas. Da haben wir uns übelst drüber abgelacht. Das war schon hart witzig. So, nur noch ein bisschen aufpassen. Der fängt jetzt bald auch das Lava-Spucken an. Wie gesagt, ein bisschen kenne ich das noch. Ich glaube, ich habe ihn dazu noch nicht mal gut genug gedamaged. Mann, es gehen die immer mal wieder in eine andere falsche Richtung. Driften die ab, das finde ich hart und schön. Und wie geht das Ding langsam oder kommt mir das nur so vor? Bei der Waymaster haben auch Leute gefragt, was eigentlich mit Bowser's Fury ist. Weiß, die haben einen neuen Krachs im zweiten Teil. Da, klar, die will es auch socken. Aber es machen ja das nicht alle. Und ich dachte mir, nein, ich sock zuerst das Original und sock den Fury-Teil quasi danach. Und so mache ich das jetzt halt auch. Zock den ersten erstmal so und danach den Freude-Teil. Vielleicht sagst du vielleicht auch mit Freunden. So, das ging auch schneller als gedacht. Was ist denn hier los? Alter, 4 Minuten ist ja dann minimal kurzes Video.
Ja, das, da habe ich doch mal den guten Bowser doch mal recht schnell hier in die Wege gewiesen. Das ging doch mal fit. Die Zeit am Ende, die man gesenkt bekommt, ironischerweise, ist sehr realistisch. Sehen wir alle so. So, muss doch mal die schönen Münzen hier. Gib mir some coins, please. Einmal some coins. Ja, Mann. Da haben wir doch auch schon die erste Fee gerettet, die ganz zufrieden ist. Und haben entsprechend auch die erste Welt beendet. Tschüss. Ging das schnell. Und noch ein sehr schönen Bowser-Sticker. Das haben wir auch dementsprechend gleich mal. Ja, was wohl jetzt auf uns warten wird. Und hier da wird eine neue Welt frei. Ist das nicht schön? Ich finde schon. Schauen wir uns das auch dementsprechend auch gleich mal an, was hier auf uns warten wird. Aber zuerst gibt es hier noch ein paar lustige Items. Flitzt mir doch mal rein in die Röhre und dann, seht ihr schon hier, kommen wir in die Sahara. So Leute, nachdem das erst hier ein saukurzer Part war, der mit dem Schloss, wo das vorschlagen, tu ich den einfach noch am selben Part hochladen. Tag hochladen, wieder Part davor, weil ich wollte ganz gerne mit der Welt 2 schon in dem neuen Part anfangen, um es ein bisschen strukturiert zu machen, aber dafür kommt das wieder einfach am selben Tag hoch. Weil sonst wäre es halt 7 Minuten schon ein bisschen sehr kurz. Das war's aber dementsprechend mit dem kleinen Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn wir mit der Welt 2 weitermachen. Macht's gut, bis dahin. Macht's noch einen schönen Tag. Und ciao!